Ja, hallo zusammen zu einer neuen Folge und ja, passend, wirklich passend zum Thema. Es geht nämlich heute um Shell, fahre ich gerade an einem Corpus Delicti vorbei. Die haben keine Ladestation, so wie ich das hier sehe. Ja, um was geht's? Es geht heute um Shell und Shell hat jetzt eine Schlappe vor einem niederländischen Gericht einstecken müssen. Ja, warum Niederlande? Naja, der Konzern ist in den Niederlanden ansässig. Und von daher obliegt er sozusagen der niederländischen Rechtsprechung. Und ja, was wurde da geurteilt? Es wurde geurteilt, dass Shell auch den europäischen Klimazielen Sorge tragen muss. Das heißt, Shell muss dafür Sorge tragen, dass der CO2-Ausstoß reduziert wird. Und das ist eine ziemliche Schlappe, denn bislang der bisherige Plan von Shell genügt also nicht den Anforderungen, so wie es zumindest das Gericht geurteilt hat, um eine Klimaneutralität bis zu einem gewissen Datum halt eben zu erreichen. Und ich denke, das wird jetzt auch nicht das letzte Urteil in diese Richtung gewesen sein. Kommen dann auch noch später auf das Thema Exxon zurück. Das ist aber jetzt ein anderes Thema. Ja, was ist da, sage ich jetzt mal, als Resümee zu ziehen aus diesem Gerichtsurteil? Meiner Meinung nach bedeutet das, dass jetzt Shell tatsächlich schauen muss, dass es also den Ausstoß oder den Verkauf von fossilen Brennstoffen reduziert. Denn anders ist es leider, oder ist es Gott sei Dank, nicht möglich, den eigenen CO2-Haushalt eben ja, zu reduzieren. Und die einzige Möglichkeit für Shell würde sein, also künstlich das Öl zu verknappen oder halt eben dann teurer zu machen, damit also nicht mehr so viel Öl verkauft wird. Das heißt also, wir haben jetzt tatsächlich eine Situation, wo Firmen jetzt auch gezwungen werden, hier Maßnahmen zu ergreifen, obwohl es noch gar nicht, sage ich jetzt mal, so richtige Vorgaben vom Gesetz gibt. Aber nein, allein die Tatsache eben, dass also der CO2-Ausstoß der Firma so gravierend hoch ist, genügt also dem Gericht hier schon, um ja, so ein Urteil halt eben zu fällen. Was könnte Shell jetzt blühen? Tja, wie gesagt, also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass also dadurch jetzt die Spritpreise, zumindest an den Shell-Tankstellen und an den des Konzerns, die angeschlossen an dem Konzern eben sind, dass da die künstlich wahrscheinlich die Spritpreise jetzt verteuern werden. Ganz einfach aus dem Grund, weil sie müssen ja irgendwo bis zu einem gewissen Datum halt dann CO2-neutral werden und das funktioniert natürlich nicht, wenn ich jetzt Öl verkaufe. Bedeutet also möglicherweise, dass schon auch eine Preissteigerung an den Tankstellen, das kann durchaus sein. Also es wird auch nicht, und da kommen wir dann später noch in einem anderen Video drauf, es wird also nicht für ewig so möglich sein, jetzt das Öl weiter zu verkaufen an den Tankstellen, sondern es wird jetzt da drauf geschaut werden müssen, wie viel verkaufen sie. Und das heißt also, eine Gewinnsteigerung wird jetzt dann mit dem Ölverkauf irgendwann nicht mehr sein. Naja, ein zweites Standbein haben sie sich jetzt schon aufgebaut. Sie haben ja vor einiger Zeit New Motion aufgekauft und sind auch schon in das Geschäft mit der Ladeinfrastruktur eingestiegen. Und was man also auch durchaus anerkennend eben jetzt sagen müssen, was vielleicht der ein oder andere nicht weiß, ist, dass natürlich die Öllieferanten oder die Ölgiganten auch teilweise schauen bei der Ölförderung, dass sie da den benötigten Strom jetzt schon regenerativ herstellen, weil das für die teilweise natürlich billiger ist, als wie das geförderte Öl da zu verwenden. Das ist natürlich auch eine bezeichnende Sache, muss man jetzt auch dazu sagen. Die eigenen Sachen, die ich da fördere, sind teurer, wenn ich die verwende zur Stromproduktion, als wenn ich regenerative Energien, das muss man sich auch mal geben. Und ja, wir haben jetzt in Deutschland beispielsweise diese CO2-Bepreisung jetzt drauf und dann wird jetzt
aller Voraussicht nach halt das Ganze noch on top kommen. Dass also dann Shell dann sagt, naja gut, wir wollen natürlich, solange es geht, den Kunden die Möglichkeit bieten, Öl zu verkaufen oder halt Öl an den Tankstellen zu kaufen. Aber es könnte natürlich jetzt auch durchaus sein. Und das muss jetzt, der Schuss muss nicht nach hinten losgehen, weil manche sagen, na gut, dann verkaufen sie halt ihre Tankstellen an irgendjemanden anders, an irgendeinen anderen Konzern. Na, das wird aber nicht so funktionieren, denn die anderen Konzerne werden solche Probleme auch haben in ihrem Mutterland. Na, also das ist einfach, sage ich jetzt mal, nur eine Frage der Zeit, wann die nächsten Länder dann solche Urteile fällen. Und ich kann mir also gut vorstellen, dass das auch den anderen Anbietern blüht. Wie gesagt, das folgende Video dann über Exxon spricht dann also auch Bände. Das könnte natürlich auch eine Möglichkeit sein, die dann da passiert. Aber das, da greife ich jetzt, möchte jetzt mal nicht vorgreifen. Ne? Ja. Aha, ein Tesla. Was bedeutet das jetzt für uns? Naja, ich kann mir also tatsächlich vorstellen, dass hier jetzt möglicherweise tatsächlich der ein oder andere Beschluss in die richtige Richtung gefasst wird von Shell. Das heißt also, ja, wie schon angesprochen, das Öl knapp machen, das Öl verteuern. Das wäre die eine Möglichkeit, damit nicht mehr so viel verkauft wird. Oder halt eben den Geschäftsbereich abstoßen, wobei halt dann natürlich die Frage ist, wer kauft es dann? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt irgendeinen Konzern gibt, der also da die Tankstellen übernehmen möchte, weil da muss man jetzt also auch drüber sprechen, beispielsweise in Deutschland, da gab es ja auch lange die Diskussion, zum Beispiel jetzt Aral BP wurde halt dann eben so umfirmiert, dass also, wie die fusioniert sind, dass also BP einen Teil der Tankstellen abgeben musste. In Deutschland ist da nur noch seitdem nur noch Aral als Marke führend und BP ist also nur noch im Ausland als Marke da und die mussten einen Teil der Tankstellen abgeben an andere Konzerne. Jetzt ist natürlich die Frage, das war kartellrechtliches Ding und dann ist natürlich die Frage, würde das Kartellamt dann zustimmen, die ganzen Shell-Tankstellen auch jemand anders abzugeben? Das ist halt die Frage. Und dann ist die Frage, welcher Konzern will sich das noch ans Bein binden? Ne, weil alle werden irgendwann das Problem haben. Also ja, ich glaube, das ist so jetzt ein richtungsweisendes Urteil, wo vielleicht auch, ja, man könnte auch so sagen, Brandbeschleuniger sein könnte in die Richtung, dass jetzt das Tankstellensterben vielleicht passiert oder dass jetzt die Spritpreise so teuer werden, dass also hier der Umstieg in die Elektromobilität nochmal beschleunigt wird. Das ist natürlich auch noch eine Möglichkeit. Ja, wie seht ihr das? Wie seht ihr das Gerichtsurteil gegen Shell, gegen den Shell-Konzern, dass sie jetzt ihre Klimaziele noch drastischer erreichen müssen, dass das, was momentan geplant ist, nicht ausreicht? Denkt ihr, das wird einen Umbruch in der Branche geben? Schreibt es unten in die Kommentare. Wünsche, Kommentare, Anregungen gerne wieder unter diesem Video. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.